Und zugeschaltet ist jetzt Johann David Wadephul von der CDU, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Willkommen hier bei Welt. Hallo Frau Losch, guten Tag. War das höchste Zeit, dass jetzt auch Deutschland sein Okay gibt, dass die Ukraine deutsche Waffen auch im russischen Kernland einsetzen darf? Ja, selbstverständlich, das war höchste Zeit. Mittlerweile war es ja so, dass Deutschland isoliert war. Der Bundeskanzler hat ja miterleben müssen, dass der französische Präsident in Meseburg vorgestern schon gesagt hat, das sei notwendig, das müsse man tun, das sei gerechtfertigt. Nicht nur völkerrechtlich, sondern auch angesichts der militärischen Situation, in der die Ukraine sich befindet. Jetzt auch noch US-Präsident Biden, der auf diese Linie umgeschwenkt ist. Insofern, Olaf Scholz war mittlerweile alleine mit seiner Position. Und deswegen ist es gut, es ist richtig, begrüßenswert, dass er jetzt spät diesen Schritt geht. Ein erster Schritt, ich glaube nicht der abschließende Schritt, aber immerhin, Olaf Scholz bewegt sich. Ja, Sie sagen es gerade, wobei die US-Regierung hat ja auch erst gestern Abend ihr Okay gegeben für diesen Einsatz und eben auch nur für das Grenzgebiet bei Kharkiv, ebenso wie Deutschland. Reicht das denn aus? Müsste nicht die Ukraine allgemein grünes Licht dafür bekommen, sich mit westlichen Waffen auch im russischen Kernland zu verteidigen? Naja, ich glaube nicht, das russische Kernland sollte betroffen sein, aber ich fand das sehr rational, was der französische Präsident gesagt hat. Der hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, in Meseburg dazu geäußert, man sollte der Ukraine erlauben, dann über die russische Grenze hinweg Waffen einzusetzen, wenn von dort aus ukrainisches Gebiet, ukrainische Truppen angegriffen werden. Das bezieht sich also erstens nur auf das Grenzgebiet und zweitens nur auf militärische Ziele. Ich glaube, das sollte man machen und das ist auch das Einzige, was Sinn macht auf Dauer. Denn man kann doch jetzt nicht bei jeder neuen militärischen Situation eine neue Entscheidung treffen. Die militärischen Entscheidungsträger der Ukraine müssen jederzeit schnell handeln können und können nicht darauf warten, dass in Berlin oder Washington neue Entscheidungen getroffen werden. Und ganz grundsätzlich ist es eben so, wir müssen verstehen, dass jede Unentschlossenheit von uns am Ende Putin ermutigt, weiterzumachen. Und deswegen ist eine Klarheit an der Seite der Ukraine, eine Entscheidung zugunsten der Ukraine, keine Eskalation, sondern dient am Ende dem Ziel, diesen schrecklichen Krieg möglichst schnell zu beenden. Und das antworten Sie auch denen, die jetzt davor warnen, dass Deutschland Kriegspartei werden könnte und die vielleicht auch schon vor einem dritten Weltkrieg warnen? Naja, definitiv. Also es ist völkerrechtlich vollkommen klar, dass die Waffenlieferungen uns nicht zur Kriegspartei machen. Das ist unter allen Völkerrechtlern auch völlig unstreitig. Es ist ja so, Herr Putin zwingt Europa diesen Krieg auf und wir dürfen uns nicht in seine Gefangenschaft begeben und uns davon abhängig machen, was er entscheidet. Wenn er will, greift er morgen NATO-Gebiet an. Ja, das können wir sowieso nur verhindern, indem wir stark genug sind in der Abschreckung, indem wir eine starke Bundeswehr, eine starke NATO haben. Und wir werden ihn auch in der Ukraine nur dann stoppen, wenn er merkt, dass er sich militärisch nicht durchsetzen kann. Wenn er feststellt, dass wir weich sind, dass wir Angst haben, dass wir zurückweichen, dass wir der Ukraine nicht mit allen Möglichkeiten helfen, die wir tatsächlich haben, dann wird er weitermachen. Und dann wird dieser Krieg leider noch sehr lange dauern. Das wollen wir doch alle nicht. Und deswegen mehr Klarheit jetzt, sorgt für eine Deeskalation, sorgt dafür, dass dieser Krieg schneller beendet werden kann. Da sind natürlich Verhandlungen erforderlich, aber die Voraussetzung dafür ist, dass Herr Putin merkt, es geht so nicht weiter. Herr Wadephul, ein Kommentar von Ihnen noch zur Kommunikation aus der Regierung. Da ist ja auch innerhalb der Koalition zum Teil harsche Kritik am Kommunikationsstil des Kanzlers zu hören. Jetzt diese tatsächliche Wende, deutsche Waffen dürfen auch im russischen Kerngebiet eingesetzt werden. Die wurde erstmal nur schriftlich verkündet durch den Regierungssprecher und dann eben in der Pressekonferenz hat der stellvertretende Regierungssprecher noch mal was dazu gesagt. Das ist ja jetzt schon, nennen wir es mal, sehr zurückhaltend. Ja, ich glaube, es geht einfach viel durcheinander derzeit in der Bundesregierung. Herr Pistorius ist ja gerade in der Ukraine und wenn das durchdacht gewesen wäre, wenn man das geplant hätte, wenn man sich abgesprochen hätte, wie ich das von einer funktionierenden Bundesregierung erwarte, dann hätte Herr Pistorius
das ja in der Ukraine bekannt gegeben und nicht eine schriftliche Mitteilung hier in Berlin. Nein, das Kommunikationsverhalten der Bundesregierung insgesamt in dieser ganzen Sache ist unterirdisch. Er weckt auch kein Vertrauen, das verunsichert auch nicht nur Partner, sondern auch die Menschen bei uns in Deutschland, ja. Und anstatt dass in einer ruhigen Mitteilung, in einer klaren Mitteilung ein Regierungsmitglied, sei es der Verteidigungsminister oder der Bundeskanzler selber, so etwas bekannt geben, muss man miterleben, dass das schriftlich erfolgt. Also ich muss wirklich sagen, ich schließe mich nicht der Kritik von Frau Strack-Zimmermann an, die ja der FDP angehört und den Kanzler, den sie selber in der Koalition mitträgt, scharf angegriffen hat. Das ist neben der Spur. Aber insgesamt muss man von der Bundesregierung doch erwarten, dass sie eine derartige Entscheidung von Gewicht mit Ruhe, mit Klarheit durch eine offizielle Stimme der Bundesregierung kommuniziert. Aber ich muss einfach feststellen, es scheint drunter und drüber zu gehen im Kanzleramt und in der Regierung insgesamt. Das ist natürlich in dieser Krisenlage kein gutes Vorzeichen, unter der die deutsche Regierung hier arbeitet. Herr Wadephul, ich möchte mit Ihnen noch über ein weiteres Thema dieses Tages sprechen, denn der frühere US-Präsident Trump ist im New Yorker Prozess um Schweigegeld in allen Punkten schuldig gesprochen worden. Trump hatte vor der Wahl 2016 versucht, Schweigegeldzahlungen an eine frühere Pornodarstellerin zu vertuschen, indem Geschäftsunterlagen gefälscht wurden. Damit ist Trump der erste frühere Präsident in der amerikanischen Geschichte, der wegen einer Straftat verurteilt wurde. Ob der 77-Jährige tatsächlich ins Gefängnis muss, eine Bewährungsstrafe erhält oder eine Geldstrafe, das wird am 11. Juli verkündet. Seine Anwälte wollen auf jeden Fall in Berufung gehen. Und dazu noch mal Johann David Wadephul von der CDU, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Herr Wadephul, der außenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, der nennt diesen Schuldspruch ein gutes Zeichen. Sie auch? Das ist erstmal ein unabhängiger Spruch eines unabhängigen Gerichtes in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das habe ich nicht zu kommentieren, sondern ich nehme zur Kenntnis, der Rechtsstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert. In 34 Punkten eine offensichtliche einstimmige Entscheidung der Geschworenen. Jetzt wird eine Strafe verkündet. Und ich setze einfach darauf, dass die Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika sich dann ihre Meinung bilden, ob diese Person die richtige ist, das Land zu führen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen, Präsident zu werden. Es gibt freie Medien, es gibt freie Meinungsäußerung in den USA. Natürlich hat er auch noch die Möglichkeit, ein Rechtsmittel einzusetzen. Das funktioniert alles ganz genauso wie in Deutschland, wie in einer freiheitlichen Demokratie üblich. Und deswegen, ich finde nicht, dass Politiker also einen Gerichtsspruch kommentieren sollten. Wir nehmen ihn zur Kenntnis und setzen darauf, die Demokratie, der Rechtsstaat in den USA ist lebendig und es kann in aller Ruhe und Sorgfalt eine Meinungsbildung stattfinden. Und ich setze darauf, dass das passiert. Und ich habe übrigens gar keinen Zweifel, dass die USA unser engster Verbündeter bleiben. Aber tatsächlich könnte es ja sein, dass demnächst die nächste Bundesregierung bzw. diese noch mit einem US-Präsidenten zu tun hat, der verurteilt worden ist wegen einer Straftat. Das kann sein. Ehrlich gesagt, Herr Netanyahu ist in Israel auch verurteilt worden. Mit dem müssen wir auch zusammen Politik betreiben. So ist das. Das wird in den Staaten selber entschieden, wie es abläuft. Solange es Rechtsstaaten sind, ist das alles in Ordnung. Und ich habe keinen Zweifel, dass das in den USA nach rechtlich einwandfreien Maßstäben abläuft. Wir wissen noch nicht, was endgültig rauskommt. Sie haben ja gesagt, es gibt mehrere Sanktionen, die Herr Trump erfahren kann. Er kann auch in Berufung gehen. Wir müssen sehen, ob es bei dem Urteil bleibt. Und ich setze einfach darauf, dass in Amerika die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe von deutschen Politikern wäre, sich in diesen Prozess dort in den USA einzumischen. Ich würde mir das für Deutschland auch verbitten. Wir müssen halt in der Außenpolitik, wie allgemein in der Politik, mit den Politikerinnen und Politikern arbeiten, die jeweils legitim an die Macht gekommen sind. Zum Teil müssen wir ja auch mit einigen zusammenarbeiten, die illegitim an die Macht gekommen sind. So ist diese Welt. Ich habe natürlich die besten Hoffnungen, dass das alles gut abläuft in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ich bin nicht der politische Zensor.
sagt Johann David Wadephul von der CDU. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.